Hallo, der Blind Spectator vor euch im Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription. Möchtest du handeln? Also kann man für 1 hier zusätzliche Skelette kaufen, Totengräber. Die Vollbenachrichtigung, die da gerade rumvibrieren, okay. Knochenhaufen. Oder ein Todeskartenpack. Kann ich mir aber nicht leisten. So, was haben wir hier hinten? Vorne ist ein Stück eine Grabinschrift in den Sarg, neben anderen Dingen. Dort steht: von einem fallenden Eisbrocken getroffen. Zwischen den Innereien und Fleischbrocken fandest du ein Kartenpäckchen. Cool. Wolfsjunges, Grabräuberin. Soll ich die Grabräuberin mal mit ausrüsten? Ja, die ist zumindest nicht komplett scheiße, hätte ich gedacht. So, dann bist du vermutlich vom Eis. Von einem fallenden Eisbrocken getroffen, oder was? Du hast ein Stück eine Grabinschrift gefunden. Dort steht, es gab keine Heilung. Was zum... Okay, da kann man quasi sein Aussehen verändern. Bleiben wir hierbei. Es gab keine Heilung, gibt keinen Groll oder Defibrillator gesagt. Du hast ein Stück eine Grabinschrift gefunden, dort steht dem Skorbut erlegen. Oh, das wird dem Pirat passiert sein. Ein übel riechender Lufthauch quoll aus dem Sarg. Du hast nichts anzubieten. Was hättest du denn gewollt? Also du bist nicht von einem, sondern du bist von dem Skorbut erlegen. Es gab keine Heilung. Von einem hungrigen Hund gefressen. Ich kein Groll. Von einem fallenden Eisbrocken getroffen. Die Defibrillator versagt. Wunderbar, ich glaube, du hast den Grips hinlänglich unter Beweis gestellt. Bist du vorbereitet? Du wirst mich nicht besiegen. Wunderbar, einfach wunderbar. Ich begann mir schon Sorgen zu machen. Ich könnte ewig hinter diesen Grabstein eingeschlossen sein. Weggesperrt auf den Grips eines Herausforderers angewiesen, um eines Tages entdeckt zu werden. Wie ich sehe, ist es dein Ziel, zur Wahrschreiberin der Toten zu werden. Dir dürfte bewusst sein, dass ich gegenwärtig diesen Titel innehabe. Doch das spielt keine Rolle, denn du wirst nicht gewinnen. En garde! Meine Diener sterben nie wirklich, weißt du? Mal sehen, wie es dir geht. Klar, hast du auch einfach instant einen Hund draußen, ne? Thank you.
Gott, das war's. Ja. Ich hätte es eine Runde hinauszögern können, aber du möchtest zur Arschreiberin Toten werden und das ist dein bestes Deck? Dann kann ich ja völlig unbesorgt sein. Ein weiterer Versuch? Nun gut. Mir schwirrt noch alles vom letzten. En garde. Diener sind bereit für den Tod, auch dann für erneutes Leben. Toll, ich hab nix. Toll, ich hab nix. Meine unvergänglichen Kreaturen können schwer zu überwinden sein. Vielleicht musst du noch ein paar Päckchen öffnen, um dein Deck zu verbessern. Ja, ich könnte auch erst woanders hingehen, bevor ich die versuche. Ich weiß nicht, wie viel Auswahl wir tatsächlich haben. Wir können hier hin. Und es mit dem Angler zum Beispiel versuchen aufzunehmen. Kein Fisch, kein Durchgang. Okay, gegen den können wir also nicht kämpfen. Wärst du schwer, bringen wir einen Beweis, dass es hier gut geht. Du könntest dir ja Futter holen. Wenn ich es mir recht überlege, dürfte es noch welches in der verflixten Hütte sein. Oh, da gibt's auch wieder diese Rätseldinger. Und gegen die Schublade auf und erfahren ist ein Päckchen. Feldmäuse. Was haben wir hier? Da besitzt eine Energiezelle. Okay. Und noch ein Knochenhund. Und noch ein paar Päckchen, okay. Da war der Hund. Immer noch keine Fälle. Vielleicht ist es eigentlich am besten, wenn man halt die Decks mischt, ne? So dass du halt nicht nur ein Knochendeck spielst, sondern ein Knochendeck mit Blutkarten drin. Weil ich kann dann meine Skelette opfern. Zwei, sieben, vier. Nimmst einen stinkenden Haufen Fleisch aus dem Tresor. Ein schwacher Geruch ist verblieben, wo einst das Fleisch war. Genau, ich könnte quasi dann meine Skelette opfern und so ein Shit, um die anderen Karten auszuspielen und dadurch kriege ich ja nochmal Knochen quasi. Holst der Kauz. Hast du sie gesehen, meine Hündin? Eine gute Mahlzeit lockt sie immer hervor. Na, ich fasse es nicht. Das ist ja mein Mädchen. Ich werde dich vorbeilassen zu dem Teich da drüben. Doch vorher holst der Kauz, müssen wir kämpfen. Du hast gerade eine Karte mit einer aktivierbaren Fähigkeit ausgespielt. Wunderbar, lass mir euch erklären, wie es funktioniert. Aktiviere sie, indem du das Siegel drückst, als wäre es ein Knopf. Das funktioniert allerdings nur, wenn du die Kosten bezahlen kannst. Ist aber schlecht, dass da so ein Hund hinkommt. Skelett, greift ihn an, gut. Stimmt, danach greift er ja auch noch an.
wir spielen den da zuerst aus, dann springt der dahin. Okay, jetzt ist quasi ausgeglichen. Opfern wir dem und legen das dann dahin. Und dann haben wir gewonnen. Alles, was recht ist, du hast mich geschlagen wie ein Hund. Nimm das. Manche sagen, diese Karten hier seien besser als Gold. Maulwurfsmann? Okay. Schwebemagier. Grüner Magier. Der Weg zum Teich da drüben ist frei. Das Foto des Köders an der Schnur befestigen. Kriege ich den Fischi da jetzt raus? Oder hat mir das irgendwas Tieferes gebracht? Soll ich dem einfach das Bild geben? Wahrscheinlich. So, aber vorher vielleicht nochmal das Deck überarbeiten. Die Strategie, das mit Wildtieren zu kombinieren, ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel die Wolfsjungen rein, weil die sind sehr gut. Vielleicht habe ich dann vielleicht schon wieder zu viele Karten. Bisschen weniger drauf, so. Wird schon passen. Fisch, frisch, frisch, gut. Trotzdem schlagen muss. Das heißt, wir spielen Skelett. Wir opfern das Skelett. Spielen die Mantis. Wir spielen den Drau. Spielen wir einen Totengräber und noch ein Skelett. Und einfach instant gewonnen. Du schlägst, du Durchgang. Vorher nimmst. Nochmal ein Mantisgott. Dicker Druide. Todesfee. Läuft ein Gegenspieler direkt an selbstständig. Also fliegend quasi. Aber die ist gut. Die ist 1-1 und kostet auch nur 2 Knochen. Hirschkalb. Also das Hirschkalb will ich mitnehmen. Mantisgott glaube ich auch. Dafür werfen wir raus den anderen Frank und Stein. Kack Zombies. Ach, hier ist der Fallensteller quasi.
Getrocknete Blutflecken knackten, als du die Truhe aufmachst. Doch in ihr waren zwei Päckchen. Lachs. Noch ein Hirschkalb. Noch ein Hirschkalb. Die Hirschkälber sollte ich, glaube ich, schon reinnehmen. Spielen wir doch wieder ein Wildtier-Deck. Wie kriege ich dich in die Falle rein? Arschhoden. Jawohl. Damit haben wir ein Fell. Du hast Fell mitgebracht, ich bin zufrieden. Und noch eine Drehung des Abhäutemessers. Es ist Zeit, eine weitere Falle aufzustellen. Krieg ich das Blut des Hasen an dir? Nein, och man. Fuck Hirschkalb, Alter. Dass sich die Kacke auch immer bewegen muss, ey. Ja, das gewinnt der. Auf ein neues. So. Und direkt opfern. Sehr gut, er ist ein richtiger Wolf geworden. Das war nicht schlau. Na? Achso, ich muss ja was opfern dafür. Ja, ich weiß, dass der deswegen drauf geht, aber da hätte ich nichts dagegen tun können. Ich hätte ihn auch opfern können und das Hirschkalb ausspielen. Dann wäre das dafür drauf gegangen. Ach, ich Idiot, ich hätte meinen Hirschkalb jetzt verschwinden können. Ja, das war's. Aber ich würde sagen, den versucht ihr dann in der nächsten Folge von Inscription wieder. Bis dahin, haut rein.